Herzlich willkommen zu den X-Tipp-Spieltagstipps. Heute mit Lazar Kacarovic. Vom? Vom 03 in Duisenburg. Und wir tippen heute den 7. Spieltag der Lotto-Hessen-Liga. Es geht los direkt mit einem Kracher. Die erste Partie der KSV Baunatal gegen TSV Lenherz. Erster gegen zweiter Platz. Beide einen starken Saisoneinstieg gehabt. Wie wird das ausgehen? Ich sag Baunatal. Baunatal ist, glaube ich, zu Hause eine sehr starke Mannschaft. Offensiv sehr gut. Gut, Lenherz auch. Aber ich glaube, Baunatal ist noch ein bisschen robuster, was das Defensivspiel angeht. Deswegen sage ich, Baunatal gewinnt es. Sag mal 2-0. Dann die nächste Partie, der SC Waldgürmis, dritter Platz, auch einen sehr starken Saisoneinstieg gehabt gegen FC Ederbergland, gerade eher am unteren Ende der Tabelle, keinen guten Saisoneinstieg gehabt. Das sage ich ganz klar, das ist ein ganz klarer Sieg für Waldgürmis, wird es 3-1. Waldgürmis ist heimstark, auch eine sehr körperlich robuste Mannschaft, die mit viel Leidenschaft spielt. Ja. Dann als nächstes euer heutiger Gegner, der SC Hessen 3 Aich gegen den FSC Lohfelden. Ja gut, da sage ich ganz klar 3-1. Ich denke, der Sieg heute hat den Aufwind gegeben und ja, ist eigentlich eine Pflichtaufgabe für 3-1. Es geht dann weiter mit dem SG Rot-Weiß Frankfurt gegen den VfB Ginsheim. Rot-Weiß Frankfurt gerade 16. Platz, kaum ins Spiel gekommen, kaum in die Liga gekommen. Wie geht das aus? Ich sage eher Richtung Rot-Weiß. Ich glaube, so wird mal Zeit für die, dass sie auch immer wieder sich einen Sieg holen. Die haben gar nicht so eine schlechte Mannschaft. 2-1. Dann die Partie, der FC Bayern Alzenau gegen OSC Velmar. OSC Velmar, gerade das Schlusslicht mit dem 17. Platz. Ganz klar Alzenau. Mannschaft hat zu viel Qualität, ist vor allen Dingen dann auch zu Hause. Ja. Wie hoch? 3-0. Alles klar. Und dann der SV Rot-Weiß Hadamar gegen Teutoria Watzenbach-Steinberg. Beide Mannschaften kenne ich noch nicht so wirklich gut. Hadamar ist auch eine heimstarke Mannschaft, würde ich jetzt mal behaupten. Und Watzenbach-Steiger, Absteiger. 2-2. Die vorletzte Partie, dann der SC Viktoria Griesheim gegen SC Borussia Fulda. Borussia Fulda. Mit? 1-0 Sieg wird es auswärts. Alles klar. Und dann als letztes eure Partie, die Spielvereinigung Neu-Isenburg gegen den SV Steinbach. Wie wird das ausgehen? Ergebnisse werde ich keinen geben, aber wir werden uns richtig den Arsch aufreißen, dass wir das gewinnen. Weil wie gesagt, es ist Mitkonkurrent um den Klassenerhalt und da müssen wir Punkte holen. 1 oder 3. Lass es mal auch noch offen. Okay. Bei den Spieltagstipps ist ja doch das Ergebnis der Tipp eigentlich der Sinn. Also wie hoch wird das vielleicht ausgehen, wenn man dich zur Aussage zwingt? Wie hoch wird das? Dann sage ich, gewinnen wir das 2-1. Und wer macht die Tore? Da es für Marc heute nicht so gut lief, sage ich, mit der Marc ein Tor machen, Marc Züge und Mario Dein ein Standard. Dann wünsche ich viel Erfolg dafür. Dankeschön. Danke.